Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Raymond in der Rappelkiste zur nächsten Folge, Folge 222 Schnapptal auf dem David Hasselhoff im Spiel Stardew Valley. Ich habe im letzten Spiel, letzten Tag ist unser Grossvater neu erschienen irgendwie und hat gesagt, er sei, glaube ich, recht happy mit dem, was wir da erreicht haben bis jetzt. Das ist doch eigentlich sehr schön. Ein schöner, kann man das sagen, da unten sieht doch so aus, als hätte da etwas Iridium-Qualität erreicht. Das ist aber gut, haben wir das letzte Mal hier uns aufbewahrt. Wenn wir die nämlich da gerade wieder nachfüllen, damit die ebenfalls eine Top-Qualität erreicht werden. So. Dann gehen wir raus schauen und Schreck, haltet euch fest, dann. Was ist jetzt passiert? Ah, dort oben am Schrein sind die Lampen gegangen. Okay. Wir werden. Heute haben wir noch etwas zu tun. Genau, aber zuerst. Nimmt mich jetzt Wunder. So. Heute werden wir etwas zu tun haben. Und zwar unter anderem mit dem hier. Und dann mit neuen Sachen ansehen. Und. So, nicht aus Versehen auf den Obelisk drücken, nicht, dass wir auf einmal wegspacen. Zack. Junimos sehen wir noch keine, weil wahrscheinlich auch noch nichts zu tun ist, glaube ich. So. Cherries. Sehen die das dort oben? So, da sind wir weg. Da ist weg. Da ist noch weg. Die da vielleicht die Türen so zu tun, wäre dann weniger reinkommen. Da sind noch Diamanten fertig. Was haben wir jetzt da bekommen eigentlich? Würziger Aal, plus 1 Glück, plus 1 Geschwindigkeit. Wie cool. Den können wir auch umtun. So. Da hat es schon ein Krise geschneit. Wie cool ist das denn? So. Fort mit dir. Da haben wir 18 Zucker bekommen. Und Statue der Perfektion. Du hast eine seltsame Statue hinter das Opas Schrein gefunden. Aus purem Iridium hergestellt. Aber ach, die Statue. Wieso kommen wir immer vor allem Deko rüber? Und ist doch mal irgendwie so. Was kann ich nicht? So etwas Cooles. Aber am Grossvater seine Statue, die müssen wir ja schon irgendwo. So, hat er echt gefreut. So, irgendwo. Da können wir sie nicht herstellen. Auch nicht. Aber da. Okay. Jawohl. So, dann wechseln wir da mal noch ein bisschen weiter. Respektiv. Gehen wir mal schon mal rein. Halt das mal auf, wenn wir halt weg. Heute wird noch nie mehr Geburi, oder? Ja, der kennt dann schon bald mal. Aber bis jetzt. Sind wir da noch mehr am Häckseln und Schneiden und Abhauen und Machen und Tun.
So. Dann müssen wir dringend unsere netten Tiere rauslassen, natürlich. Vorher gehen wir noch schnell rein. Sagen da Hallo. Hallo. So. Setzen wir das gleiche Ort her. Ja, so, dann hat es immer zumindest ein bisschen Gras, wo man nicht vergeht. So. Hallo miteinander. Natürlich dürft ihr auch raus, das ist aber leise und klar ist. Mittag eher. So, hat es da nichts gegeben. Wir kommen wieder raus und wie läuft es da so mit den Dinos und so? Hm? Ja. So, so, so. So. Kommt raus. Bist du schon da rausgekommen? So. Ah, das Reiben. Das Reiben noch genug. Ich muss gerade Spaß zum Kehren lassen. Hat der nicht bis um 16.00 offen? Wenn wir uns jetzt wirklich so beeilen, dass das wird wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Der hat er bis 17.00 offen, bin mir nicht sicher. Ich glaube 16.00, dann sind wir sogar spät, können wir gar nicht mehr ansehen. Ach, wir sind nicht spät, cool. Grüezi! Ja. Was nehmen wir denn eigentlich alles so? Müsste jetzt rein theoretisch wissen, was am besten ist, aber hier sich Orangen, Aprikosen, Kirschen. Da nehmen wir mal noch. Haben wir Pirsich? Ich bin mir nicht sicher. Orangen haben wir ziemlich sicher nicht. Kirschen haben wir draußen. So einen nehmen wir auch noch rein. Und jetzt.
Kannst du mal die Sachen haben? So, jetzt brauchen wir da von dir Zeug, ich sag das. Blumenkohl mal. So, 80 Stück. Dann brauchen wir Bohnensätzling. 40. Tulpen machen wir das mal auch ein paar. Grünkohl sowieso. Zierlauch habe ich schon lange mal wieder. Machen wir noch ein paar Knoblauch. So. Danke. Jetzt geht's an die Wollen. Sucht Pastinake. Das ist genau das Einzige, was wir jetzt nicht gekauft haben. Ding, 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 ding. So, dann suchen wir. Den Daniel, den mache ich versetzen. Zwar da oben. Und zwar brauchen wir. Jetzt. Ich bin noch im Gedanken. Und zwar bin ich am Studieren. Der Iridium-Sprinkler 2 runter. Ja, genau. So 2-2. Und zwar bin ich am Überlegen. Ich würde einfach noch ein paar von denen machen. Nein, ich will doch nicht da einen hersetzen. Jetzt der. Eine, zwei, drei, vier. Kommt da wieder einer her, oder? Oder das gesehen, ich hätte schon richtig. Die tun zwei über, genau. Ja, genau. Okay. Das heißt, also habe ich jetzt da zwei. Bin ich da nochmal. Zwei, drei, vier. Okay, dann können wir jetzt mal anfangen da. Manchmal. So.
Wenn ich jetzt nicht alles täuscht. Doch dann das gehen. Ne? Boah, da unten hat es richtig schön. Junimo hat das Licht. So. Heute wäre die Zeit wahrscheinlich auch Vollgas müssen ausnutzen müssen. Und zwar haben wir doch jetzt irgendwo doch genau die habe ich gesucht. Hydrogel haben wir nicht noch irgendwo. Schnellwachs. Geh mal daher. So. Muss drinnen mitfahren. Sonst kommt das da nicht gut, sonst werden wir noch nie mehr fertig. Es wird auch so wahrscheinlich schon knapp, dass man überhaupt fertig wäre. Ich bin voll da, Pflanze. Dann jetzt Bohnensetzling. Dann gehen wir ungedüngt rein. Und dann. So, plus, minus. Und dann.
Und dann ab ins Bett. Ah, das hat nicht mehr gelangt. Okay, aber immerhin haben wir heute alles angesehen. Also alles angesehen. Letzte Nacht hat Kuhmunikon ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Ist schon Munikon. Das ist natürlich Muni. Jay. Ist ja klar. Ja, heute ist mega alt aus der Sinne. Definitiv. Aber das hat auch seinen Grund. Wir haben gesät. Lecker, wir gesät. So, wir haben wahrscheinlich ein bisschen Geld müssen zahlen. Das kennen wir ja nicht anders, wenn es uns umhält. Aber immerhin. Wir haben angesät, wie die Wilden. So ein bisschen mehr Zeit, das wäre teilweise hilfreich, aber dann wäre das Spiel eigentlich hätte sie dann auch bereits verloren. Hey, danke vielmals fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wäre. Bis dahin, bleibt sauber, macht Scheiße und ciao.